Hallo allerseits von mir aus, seid heute am Freitag, dem 10. Juni 2022. Ich bin hier heute bei der Armee, bei der Army. Allerdings bei der Animal Army. Und hier ist heute ein, ja man kann sagen, so eine Art Grand Opening. Am 10. Juni die Ambulanz Jabba Lounge. So, und was das ist, werde ich euch gleich erzählen, nämlich mit demjenigen, der Gründer und Betreiber ist. Also, seid gespannt. Ja, Hotte Flink, tell your story heute wieder mal, nach langer Zeit. Und in dem heißen Stuhl, sag ich mal, sitzt schon Dr. Quanschei. And he is the founder of Animal Army, right? Yes. How long it exists and what is it? Okay, my name is Dr. Quanschei Chaplum. My wife and I worked in as a vet for about nearly 30 years. Oh. Before we have formerly in have clinic in Katia. So you started with 15 years? it's quite a long time, you know. Yeah. We live in South Pattaya and we have our own clinic, Pattaya Animal Hospital. And then my wife and I thinking about the street animals nobody look after, and then we start treatment of the street animal on 2017, start the population control, rescue them, treat them for the injuries, and then we lack of financial, so that's the reason why we start setting up the foundation. Okay. We named the Parisian Animal Army. Yeah. And then we found on 2020, October 2020, 2 years ago, and then we treated street animal almost 12,000 in Chonburi area. Yeah. So we think a little bit more further that we want to help more injury dogs, which is maybe cause accident or maybe traumatic. That's why we need the ambulance. Yeah. So we have the sponsor from Remax Capital Property Company, and also the Jabba Guardians to support us for the ambulance. Yeah. So that's now we have the Jabba ambulance. So this is a car behind you. Yes, exactly. So I will show a little bit. So this is the Army Ambulance, sozusagen. Animal Army Ambulance. And with that you start today. That's the opening for that. Yes, we are open ceremony and launch the ambulance. Yeah. Okay, thank you for your support. Yes. Thank you. And good luck. And good that somebody take care of all the street dogs. I know some people in Pattaya also, Farangs. Okay, they do like this here. Yes, thank Adriano you. And Neo and all these people. Okay. Okay, good luck. Thank you very much. Und ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das hier eigentlich was ganz wichtig ist. Donations und Payments natürlich. Aber man kann auf der Webseite Animal Army Facebook nachschauen. Da findet man alles. Ich zeige euch noch ein bisschen hier von der Einrichtung, insbesondere auch vielleicht von den Hunden. Es ist etwas weit draußen, ist in der Richtung zum Cao Chi Chan. Auf der Facebook-Seite findet man die Map. Ich war natürlich beim offiziellen Teil nicht dabei, reden und sowas muss sie sein. Und auch Elfi vom Parteierblatt ist da, Dog-Liebhaber, selbst zwei Hunde zu Hause. Sechs Katzen. Und sechs Katzen. Viel Spaß, Elfi.
So, und hier gab es natürlich auch fürs Leibliche Wohl ein bisschen was. Und freundliches Staff, gut zu essen. Und natürlich auch zu trinken um diese Zeit schon. Hier sind die, ja, wie heißen die? Softdrinks drin. Ja, also wer dann irgendwie da mal auch Interesse hat daran, gibt es natürlich hier Musik. So, und hier haben wir mal ein kleines Exemplar for adoption. And you are interested to adopt them? Oh, Elisabeth. Say yes. So, where are you from? I'm from Australia. Australia. And you Thai? Thailand. And you? England. And I'm from Germany, so it's an international place here. And you are from? Hallo. So lovely. So, und nun sind wir nochmal bei den wichtigsten, um die es hier eigentlich geht. Nämlich bei den Hunden. Hier ein ganz süßes Hündchen. Ein etwas größerer hier. Ja, ist ja gut, ist ja fein. Ach, okay. Allerliebst. Ja, hallo. Fünf kleine Ratte. Ja. Und hier auch noch mal vier. Hallo. Ja. Ja, hier schläft auch noch einer. Hey. So, und nun lassen wir noch mal, ja, Jabba, so heißt die Ambulanz, der Ambulanzwagen, ein Name von einem verstorbenen Hund. Also, Prost und gute Erfolge zum Wohle von uns und der Hunde und der Straßen. Und Prost. Ja, und Elfi trinkt natürlich nichts. Ich trinke Wein. Ja, und kurz vor der Abfahrt wird hier noch ein Notfall geliefert. Aber kein Hund, keine Katze, ein Schwein. ใช่ๆก็ต้องทำทุกวันค่ะอ่ะตาแต่หมอช่วยฉีดยาระงับปวดให้เขาก่อนนะ